Hi Leute, Master of Suicide hier und wir spielen heute weiter Hyper Light Drifter, nicht Hetetete. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass hier neue Leute auch in die Stadt kommen. Also die wird anscheinend besser bevölkert, wenn man mehr Gebiete besucht hat. Da der hier ist zum Beispiel auch neu. Hier ist natürlich die Frage, ob die kommen, wenn ich alles davon. Vielleicht sollte ich mich noch voll heilen davor. Das wäre gar nicht mal so doof. Aua. Jetzt haben wir einen Haufen Kram. So, wir sind unten. Ich stelle mir das hier immer so. Oh. What the? Autsch. Das sind doch alles solche Pfosten, wie der eine, den wir aktiviert haben vorhin. Also die vier. Sieht doch sehr nice aus, ja? Nein, jetzt gehen wir gleich wieder hoch, weil es so schön war. Natürlich nicht. Was sind das hier? Ah, das sind so Statuen, die. Die Teile. Au. Ah. Beeilen wir uns lieber, bevor wir plötzlich tot umfallen. Ach komm schon, Treppen. Hier. Ja. Ich habe mich gerade nicht getäuscht, oder? Da war doch. Ja. Testen wir, ob das immer aufpoppt jetzt. Nee. Okay. Scheint uns zu ver. Ah. Ich muss sagen, das macht mir tatsächlich Angst. War's schon wieder. Ist das hell auch? Okay, wir waren auch in den Forschungslabore. Au. Oh. Ja, perfekt. Hier gibt es nochmal was für aufheilen. Tatsächlich, es gibt, wenn man es voll upgradet hat, kann man hier nochmal alle einsammeln. There we go. Hey. Oh, der ist nochmal größer. Oh, das sieht nicht gesund aus. Nein, nein, nein. Au. Oh, er hat auch geschossen. Ja, das ist gut. Oh. Nimm das Ding weg. Ich glaube, das kann ich nicht zurückschlagen. Nein, ich will gar nicht wissen, was passiert. Geht weg, was ihr seid. No. Ah, von denen gehen dann die Schadensquellen aus. Au. Oh. Aha. Ah, ich habe keine Munition. Welche? Au! Nein, geh weg! Nein! Ach. Aha, ist das gerade hoch, das schiebst. Ja, ich hab mich gut geschlagen, wisst ihr. Muss ich das jetzt hier erstmal neu machen? Ah ne, ich komme sofort. Sehr schön. Au. Okay. Diese Kristalle, die sich da drehen, scheinen böse zu sein. Ah.
Sorry, wenn man das gerade gehört hat. Ich muss das Licht anmachen. Sonst sitze ich hier komplett im Dunkeln. Das ist mir dafür zu horrorfilmartig hier. Hopp. Wow, das Ding macht echt guten Schaden. Ich komme nicht an die Rand von der Säge. Kommt ihr her? Da. Nein. Charge was anderes, nur nicht mich. Au, 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 nein! Damn it! So knapp. Ah. Aber ich glaube, jetzt schaffen wir es. Ich muss nur schön sorgfältig jetzt bleiben. Ich war jetzt gerade so ein bisschen zu. Ah, ich habe ihn fast, ich habe ihn fast. So. Ich vergesse das immer. Dass der einen Schutz dagegen hat, dass man ihn nicht die ganze Zeit dranhängt. Okay. Ich versuche die ganze Zeit meine Granate schon reinzuholen, war eigentlich. Wir sollten da nicht reinschatschen. Wir sollten da nicht reinschatschen. Okay. Ich darf das. Ich werde das hinkriegen. Ich verspreche es euch. Früher oder später wird das. Okay, das kann man wohl nicht überspringen. Ja, knapp. Ah, geh weg. Geh weg. Geh weg, hab ich gesagt. Nein. Nein. Ein Lebenspunkt. Diesen Boss könnte ich sehr gerne, sehr oft spielen. Schadschuss anders, nehme ich mich. Jetzt hat aber. Muss ich hier hin? Ne, ich muss wahrscheinlich hin. Jetzt hat. Ha! Au! Oh.
Kaufmann, bitte. Hey, du. Hilf mir wieder. Nein. Okay, ich kann nicht. Nicht Speed boosten, das funktioniert nicht. Oh. Au. Auf meinen Helm drauf. Heiltrank reinwerfen geht auch nicht mehr. Ah. Bin ich hier im Paradies oder was ist das? Oh. Ein Rastplatz. Scheint wieder ein normales Land zu sein jetzt. Nicht gut für uns. Ging tatsächlich. Also, der Boss, meine ich. Art Story Design Team Lead Husk of a Human. Ich mag das immer, wenn sie so schöne Zwischentitel oder ein bisschen Blödsinn-Sachen auch in den Credits drin haben. Ich hoffe jetzt einfach, dass es nicht zu laut ist, aber ich denke, für die Credits passt es ja. Dürfen wir durchaus ihre Lautstärke haben, aber ich möchte tatsächlich noch was erzählen. Ich hoffe, das ist jetzt kein Standbild, was ihr gerade seht. So, ich habe mal ein bisschen Lautstärke runter. Ja, also, hoffe, ihr hattet euren Spaß dabei. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht bis hierhin. Also, es war, hat sich gelohnt, das Spiel nochmal durchzuspielen. Es kam mir nirgends zäh oder überflüssig vor. Es gab natürlich so ein paar Sachen, die mich genervt haben, schrägstrich der, also, um es genau zu, ne, um es genau zu bezeichnen, der Frosch, der sich in die Luft gewackt hatte und die Kristalle, die aus dem Boden rausschießen, man, sind so Sachen, die ich einfach nicht mag. Aber ansonsten, sehr schönes Spiel. Also, wenn es euch gefallen hat und ihr denkt, ja klar, das will ich auch, mich auch mal umschauen, auch die Welt erkunden, kauft es euch doch. Unterstützt die Entwickler, wenn sie was gemacht haben, was ihr mögt. Ich werde wahrscheinlich, ich habe wahrscheinlich ab der ersten Folge den Steam-Link unten drunter, dass ihr es da kaufen könnt. Oder halt die für die offizielle Seite, wenn ihr es lieber auf der anderen. Wenn ihr es anders kaufen möchtet, wenn ihr die Spiele nicht über Steam holt, ist ja auch in Ordnung. Wahrscheinlich sogar besser. Mal schauen, ich weiß nicht, wie viel die anderen Plattformen von ihren Entwicklern verlangen. Ansonsten. Ja. Es war kürzer als ich. Entschuldigung. Es war kürzer, als ich erwartet hatte von der Zeit, die ich gebraucht habe. Also, ich meine, ich habe jetzt um 2 angefangen, schätze ich. Um 3. Ich bin jetzt um 7 fertig. Das waren wahrscheinlich jetzt 4 Stunden. Ich weiß nicht genau, wann ich angefangen habe, deswegen. Aber auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Und ich muss so kurz gucken. Ne. Es ist. Ich bin glücklich gerade. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Wenn ihr irgendwelche Wünsche für andere Spiele habt, die ich spielen soll, schreibt es mir doch bitte unten in die Kommentare, auf jeden Fall, weil selbst wenn ich das Spiel jetzt gerade nicht habe, ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen und
ich muss gleich vorweg sagen, wenn es irgendwas ist, was mit Weltkrieg oder Armeen zu tun hat und realistisch ist, bin ich wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner dafür. Also sowas wie Armor, DayZ, Heroes and Generals. Eigentlich, ich weiß, ich werde da wahrscheinlich schon was verpassen bei, aber es ist einfach nicht meins. Umso bunter, umso, ihr seht es ja gerade, wie farbenfroh das Spiel war, umso farbenfroher, umso einzigartiger, also umso mehr eigene Identität ein Spiel hat. Also umso schneller man sozusagen an der Grafik, am Style, an der Musik erkennt, das ist das Spiel, umso lieber ist es mir. Natürlich auch in einem positiven Sinne. Also wenn das Spiel einfach komplett potthässlich ist und komplett scheiß Soundtrack hat und man hört es halt gut. Ja. Ja, sorry, war jetzt die falsche Wortwahl. Das bringt dann mir auch nichts. Aber ansonsten, ich muss mal schauen, ob das Entwicklerstudio sonst was rausgebracht hat, weil das war es. Rein technisch ja sehr schön umgesetzt, vor allem optisch. Ansonsten, was mache ich dann jetzt? Das werde ich auf jeden Fall nicht im schweren Modus durchspielen. Ganz sicher nicht. Da habe ich nicht den Nerv zu. Ich könnte ja die weiteren Sachen noch. Jojo Games, Indie Fund, Nike, Indie Mega Clish City LA. A very special thanks to Kickstarter and 42.150 Backers. Okay. Ah, die most valuable players. Oder sind es einfach alle von Kickstarter jetzt? Ah, mir wird gerade angezeigt, ich kann. Ich kann die überspielen oder anhalten. Weißt du wahrscheinlich alle zweite. Oh Gott, der arme Typ, der alles eintippen musste. Oh Hölle. Darfst du da noch 12 Tonmusik anhören und du bist tatsächlich in der Art von Folter. Russell Porter. Und weiter geht's. Steven Swan. Sorry, ich bin mich amüsiert das gerade. Verdammt. Ich wollte schauen, was das letzte ist. Na, ich hab's tatsächlich noch geschafft, hochzuscrollen. Gerade jemand hat mir den Text wieder gesehen, wie er wiedergekommen ist. Okay. Ah, da sind wir. Hyper Light Drifter. Ja. Ich drück mal auf Weiterspielen, wo wir jetzt dann stehen. Einfach damit ich's weiß. Okay, das heißt, da fängt man genau wieder da an. Na dann. Danke fürs Zuschauen, Leute. Es hat großen Spaß gemacht, die Serie hier. Und ja, sind wir natürlich fast auf 20 Minuten. Also, lasst mich wissen, wenn ihr irgendein anderes Spiel haben wollt. Ansonsten geht's weiter aus meiner Wunderkiste. Werden wir ja sehen. Also, man sieht sich, Leute. Lasst ein Like und einen Kommentar da. Master of Suicide. Over and out. Schönes Spiel.